Ich glaube, wir haben sehr konzentriert die ganze Woche arbeiten können. Klar, Anfang der Woche waren einige Spieler noch etwas müde von den sehr, sehr vielen Spielen in der BBL. Aber das ist sicherlich jetzt raus und wir gehen eigentlich volle Kraft voraus heute. Mit Justus Hollertz ist auch dieses Mal wieder ein Rookie im Team. Wie hat er sich bisher geschlagen im Training und kommt er heute zu seinem Debüt gegen Großbritannien? Also ich fand, dass er die Trainingswoche sehr, sehr gut sich präsentiert hat. Ob er heute eingesetzt wird oder nicht, das werden wir sehen. Okay. Wie schätzt du den Gegner ein heute gegen Großbritannien? Das Hinspiel habt ihr verloren. Wie geht denn die Partie heute Abend? Ja, ich glaube, es ist schon ein sehr gleichwertiger Gegner. Zum Vergleich zum Vorspiel spielt noch ein Spieler Tarik Philipp da mit bei den Engländern, der in der türkischen Liga 15 Punkte im Schnitt macht, also schon auch hier noch mehr Qualität dazu bringt. Insgesamt sind die Leistungsträger alle Spieler, die auf dem gleichen Niveau spielen wie unsere. Deswegen sehe ich da im Moment ein sehr spannendes Spiel auf uns zukommen und natürlich hoffen wir, dass wir das Spiel gewinnen können.